Franzi geht ins Wasser. Woo! Das erste Mal. Malediven 2018. Meru Island, meine Frau. Und das Wasser ist lauwarm. Lauwarmes Wasser. Guck mal, wie das Wasser leuchtet. Da war es im Jacuzzi gestern kälter. Der Jacuzzi war gestern kälter. Das Wasser leuchtet. Ja. Da sieht man das nur mit Sonnenbrille so krass. Nee, auch ohne. Krass. Oh, ist das schön. Wir sind quasi alleine hier im Wasser. Da sieht es so cool aus, weil du da... Wenn du hier tief genug runter gehst, siehst du nur den Strand und nicht die Hütten dahinter. Da sieht das total. Ja, ich sag ja, wir sind quasi alleine hier. Siehst du? Ich komme immer noch nicht ganz klar. Ich komme damit auch noch nicht so klar. Es ist wirklich so. Man sieht kaum. Also man sieht Leute, aber es ist echt, als wenn man alleine wäre. Jetzt gerade hier im Wasser. Sehr angenehm. Es ist keiner außer uns da. Sehr, sehr angenehm. Obwohl wirklich überall Leute sind. Das ist echt krass. Wirklich toll. Schau nicht, filmen. Ich schau gerade mal, ob das dann anders aussieht von den Farben her. Muss ich später mal gucken. Test, das war ein Test. Dann sprich, wie ist deine Tauchermaske? Diese Ninja-Maske. Diese Ninja-Tauchermaske. Cool, dass man keinen Schnorchel im Mund hat. Ja. Sie kann sogar unter Wasser reden. Also Männer, überlegt euch das. Ja, Männer, überlegt euch das, ob ihr euren Frauen so eine Maske kauft. Dann habt ihr unter Wasser auch keine. Aber sie beschlägt auch nicht, ne? Nein. Das ist sehr gut. Also das ist top, das Ding. Sie kann sogar unter Wasser reden, Leute. Die ruhigen Zeiten beim Tauchen sind vorbei. Frauen können jetzt unter Wasser sprechen. Stimmt. Können wir. Yay. Dank dieser Maske können jetzt Frauen noch unter Wasser reden. Hier macht man dann diese ganzen tollen Malediven-Fotos, wo die Leute um die Hütten und unter den Hütten rumrennen. Ja. Oh, was ist denn da? Ich habe gleich was gefunden, was mich interessiert. Wartet mal, ich muss mal hier... Hier sind überall kleine Krebse. Die sind überall auf diesen Holzbalken. Hallo. Du wirst jetzt berühmt, kleiner Krebs. Also die sitzen überall so auf diesen Holzbalken. Cool. Ah, da seht ihr mal, wie mitgenommen das Holz schon aussieht durch das Wasser. Aber da sind auch kleine Krebse. Die sind clever, die hauen ab. Immer wenn ich rumgelaufen bin, in die andere Richtung. Da oben sind eben die Wasserbungalows. Und da könntet ihr jetzt quasi auch schön durchlaufen. Aufpassen, dass kein Krebs beißt, zwickt. So. Und jetzt ist man richtig schön zwischen den Hütten. Ja. Sehr cool. Finde ich cool. Ja. Sehr cool. Mein Mann holt nämlich gerade die Sonnencreme. Die hat er nämlich vergessen. Ich hatte in meiner Tasche Sonnencreme. Mein Mann hat sie natürlich vergessen. Oh, ich merke es im Gesicht, so um die Nase rumspannt. Aber sehr, sehr cool. Da drüben ist eine Watervilla. Das seht ihr im Weitwinkel jetzt nicht gut. Die haben auch so ein Einhorn. Sehr cool. Ja. Wir sind jetzt die ganze Zeit auch Kajakfahrer, das können wir dann auch machen. Kajak oder Kanu, da bin ich gerade unsicher. Ich glaube Kajak, ne? Kajak.
Ja. Jetzt haben wir ja die Schnorchelmaske getestet. Ich denke, die werde ich jetzt auch demnächst mal hier zwischen den Hütten probieren. Und dann gibt es ja auch noch Schnorcheltouren. Ja, vielleicht gucke ich mal in die Kamera, wenn ich schon quatsche. Es gibt ja Schnorcheltouren, die wir mitmachen können. Ich glaube, morgen werden wir jetzt mit Schildkröten. Mal gucken. Ich habe ja immer gedacht, klar, die Fotos, die man sieht, das ist alles wunderschön. Aber ich habe immer gedacht, ja, ich war ja auf Koh Samui. Ja, und dann hast du das in Dubai gesehen und da war das ja alles schon ganz toll von den Farben her. So viel besser kann es ja nicht sein, aber tatsächlich, es ist so krass nochmal anders. Einfach die Intensität von den Farben, diese 50 Shades of Blue quasi, die man hier hat, das ist so, so schön. Und ich dachte immer, Malediven ist so ein bisschen Himmel und Wasser, das trifft sich irgendwie. Aber das sind ja komplett unterschiedliche Blautöne und so viele. Das ist so, so schön. Also echt klasse. Ein paar kleine Wölkchen sind heute erschienen. Heute Morgen war wolkenlos. Jetzt sind so ein paar kleine Wattewölkchen da, aber das macht nichts. Ist immer noch wunderschön blauer Himmel. Echt, ne? Wenn die Sonne mal ganz kurz weg ist, also richtig weg ist sie nicht, aber wenn sie mal schwächer wird kurz, dann, das merkt man, ne? Man merkt es sofort und denkt, oh Schatten, obwohl die Sonne sogar noch sanft da ist, aber im Vergleich zu sonst, wenn der Sonnenschein so krass ist, geht eine leichte Wolke davon und man denkt, boah, schattig. Und das ist so, so krass. Wenn die kurz weg ist, merkt man erstmal, wenn sie dann wieder kommt, wie krass heiß die Sonne hier ist. So, so toll. Schön. Also wir können die Insel bisher sehr empfehlen. Also ich habe ja damals schon drüber gelesen und fand das gut, weil es ist eine verhältnismäßig große Insel. Es verläuft sich echt super. Wir können das gar nicht oft genug sagen, weil es ist echt ausgebucht. Das hat sie uns gestern gesagt und das scheint auch so zu stimmen. Es sind überall irgendwie Schuhe, Handtücher. Aber das Krasse ist echt, wie sich das verläuft. Das ist so ruhig, selbst im Familienbereich, wo Kinder sind. Es ist ruhig. Was nicht schlimm wäre, wenn man Kinder rufen, na klar. Aber es ist einfach ruhig. Ja, jetzt warte ich auf meinen Mann, dass da mit der Sonnencreme wieder kommt, bevor die Sonne weg ist. Die ist gestern übrigens so kurz nach 6, glaube ich, untergegangen. Ja, ihr habt also hier Water Villas. Das sind die direkt am Strand. Dann gibt es hier die Jacuzzi Water Villas. Also das sind die, die auf dem Wasser gebaut sind und ein Jacuzzi haben. Das, was wir haben, ist eine Jacuzzi Beachvilla. Die haben Jacuzzi, liegt sehr in Strandnähe. Man sieht auch das Meer, ist aber nicht direkt dran. Und dann gibt es, glaube ich, noch die normale Beachvilla. Die liegt ungefähr so wie unsere, aber hat keinen Jacuzzi. So, wir haben echt überlegt, was wir nehmen sollen. Und haben dann fast so eine Water Villa da genommen. Was wir dann nicht getan haben und haben dann überlegt, die zu nehmen. Aber das hat uns irgendwie so aneinander gereiht, jetzt auch nicht so gut gefallen und uns fehlt da einfach Strand und Palmen. Klar, man sieht sie hier. Aber wir haben uns gesagt, was würden wir effektiv damit machen? Wir würden uns dort den Tag über nicht aufhalten, weil wir einfach auch Sand und Palmen um uns rum wollen. Deswegen ist die Jacuzzi Beachvilla ausgefallen. Ja. Obwohl ich immer gesagt habe, wenn ich auf die Malediven gehe oder auf so eine Insel, dann möchte ich sowas haben. Aber jetzt, dann, als ich darüber nachgedacht habe und mir das dann mal habe durch den Kopf gehen lassen, habe ich überlegt, dass ich eigentlich den Strand schon auch wirklich haben will. Und ich würde mich in dieser Watervilla oder Jacuzzi Watervilla nicht aufhalten. Deswegen haben wir dann am Ende die Beachvilla genommen. Ja. Aber diese Watervillas hier am Strand und die sind natürlich nochmal teurer. Also die kosten nochmal, weiß ich gar nicht, 1.000, 2.000 Euro mehr. Wir haben den Urlaub jetzt mit All Inclusive. Da müsst ihr pro Person 3.000 Euro rechnen, wenn ihr früh genug bucht. Aber diese Jacuzzi Watervillas, die erhöhen das Ganze dann auf 4.000 Euro pro Person. Ich glaube, ein Tauchgang kostet, glaube ich, 120 Dollar. Ihr zahlt hier übrigens mit US-Dollar. Nein, da kommt mein Fahrer, der hat mich nicht vergessen. Vorhin habe ich ja am Strand auf ihn gewartet, während er das mit dem Tauchen gemacht hat.
10 Minuten hat er gesagt, und ich laufe da rum und lass mich brutzeln und lauf und lauf. Komm hin, unterhält er sich schön. Ach, stimmt, ich wollte ja zu dir kommen. Da hinten kommt er mit Tasche. Ich finde übrigens All Inclusive gut. Es ist im Prinzip fast so viel Essen. Eigentlich isst man gar nicht so viel, wie man hier bezahlt. Aber dafür kann man sich halt Cocktails holen, Drinks holen und man muss das nicht aufrechnen. Hat einen Überblick. Und ich finde, All Inclusive ist für so einen genau schon eine coole Sache. Ist halt auch schon klar. Aber dann kann man unbesorgt sein. Man kann jeden Tag die Wassersportgeräte nutzen, kann auf diese Schnorcheltouren gehen, wenn man das will. Machen wir nicht täglich, aber man kann. Und es sind noch ein paar andere Sachen dabei. Also, geht schon. Am Strand läuft er. Da! Da bist du ja! Na, die Meru-Palme, die berühmte schräge Palme. Gibt ja mehrere schräge, aber die ist ohne Stütze. Die ist einfach nur schräg. Ne? Da hängt nichts dran. Da ist kein Stützpfeiler dran. Die Fotopalme. Darf ich das dann schneller abspielen? Aber, ne, Palme, Schatten der Palme, türkisfarbenes Wasser, ne? Eins dieser typischen Google-Fotos, gell? Na dann. Kalt hier, oh. Oh nein, wirklich? Unter 37 Grad. Wir sind hier übrigens gerade auf diesem Steg, der zu diesen Jacuzzi Water Villas gehört. Da vorne ist der Strand. Und hier ist nochmal so eine Terrasse, wo man auch ins Wasser kann. Wir sind jetzt gerade auf der Südostseite, ganz im Süden. Richtig? Ja. Ja. Und hier ist das asiatische Restaurant, ist ja. Das, ne? Ja. Das soll ganz gut sein. Jetzt sind wir nur gerade irritiert, weil da ist etwas aufgebaut, was nach Hochzeit aussieht. Keine Ahnung, wo man sich das aussuchen kann, aber wir sind der Meinung, dass die Seite der Insel nicht ganz so schön ist wie die andere. Weil man hat hier Ausblick auf eine andere Insel, das kann man im Weitwinkel jetzt nicht so gut erkennen, aber das sieht alles ein bisschen baustellenartig aus, ne? Schiffswerft, Baustelle noch, da ist noch was im Bau. Also nicht ganz so, sagen wir, exklusiv. Da hinten das Hausriff ist, ist es zwar relativ ruhig hier, das Wasser. Hier werden aber sehr, sehr, sehr viele abgebrochene Korallen, Muscheln, Steinchen, alles Mögliche angeschwemmt. Also so auf den ersten Blick sieht es natürlich schön aus. Es ist auch schön, aber hier muss man echt aufpassen, wenn man durch den Sand läuft, teilweise bis nach oben hin. Also wir sind... Kein Vergleich zur Nordwestseite. Nee, also wir sind froh, dass wir an der Nordwestseite sind. Natürlich sieht es hübsch aus mit den grünen Bäumen. Und wenn man dann da sitzt oder dahin läuft, klar, hat man den Blick schön ins Blaue. Richtig, richtig schön. Alles toll. Aber da habt ihr, wie gesagt, diese Insel. Und die ist viel näher dran, als es jetzt im Weitwinkel aussieht. Und wie gesagt, Schiffswerft, Baustelle. Also das würde ich mir überlegen. Da würde ich mich tatsächlich vorher noch mal erkundigen, ob das die einzige Möglichkeit ist. Ja, und da geht's zum asiatischen Restaurant. Ganz guter Name. Da würde ich ja nie drauf kommen. Asia Wok. Asia Wok. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, das ist halt à la carte. Ne? Das ist im All-Inclusive jetzt leider nicht mit drin. Ich habe aber gelesen, man solle sich das mal anschauen, weil das halt over the water ist. Ne? Und das wäre wirklich schön. Allein die Aussicht wäre es wert. Und da gucken wir jetzt mal. Jetzt hält man das auch aus, ja. Ich weiß, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Nee, sie ist noch stark genug, aber es ist jetzt nicht mehr ganz so krass. Das Licht ist halt jetzt auch perfekt, ne? Also ich finde, das ist, wie viel haben wir jetzt wahrscheinlich? 4 oder sowas, ne? 4,5, 5? Oder sogar 5 schon, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall das perfekte Licht eigentlich. Ja. Das ist nämlich, ihr seht es, am Wasser direkt.
wenn man auf der Terrasse sitzt, dann machen sie wahrscheinlich diese Klapptüren da auf und dann sitzt man direkt am Wasser. Und das ist natürlich schon eine feine Sache. Schick. Wollen wir den mal halten? Ja, den hat sich hier erlegt. Meine Frau. Sehr, sehr schön. Ich habe einen Palmbild. Ja, hervorragend. Ja, andere machen das mit dem Fisch. Ich habe einen Palmbild. Lass ihn behalten. Ja. Und da geht's jetzt hin. Wir gehen jetzt nochmal schön zum Strand. Einmal noch. Einmal noch. Erster Tag hier. Einmal gehen wir noch zum Strand, dann war's das. Dann sind nur noch Jacuzzi und saufen. Also, kultivierter Alkoholkonsum. Wo gehst du denn lang? Du tust dir nur weh. Bestimmt, es werden bestimmt keine Gräser sein, die einfach irgendwelche Pussys sind, weil... Pussys? Vorsicht, da ist... Es können keine Pussygräser sein, weil die sollen hier den Boden halten. Ah, dafür sind die da. Ja, ich denk's schon. Stabilisation. Genau. Dich? Nein, ich war nicht. Und zwar nicht im Weitwinkel, im normalen Winkel. Oh. Morgen mache ich es im Engwinkel, sieht 10 Kilo schwerer aus. So, da sinkt nämlich gerade die Sonne. Ist das nicht ein Traum? Das ist jetzt perfektes Fotolicht. Aber heute nicht. Heute genießen wir das Wasser. Bisschen mehr Wellen gerade. Ja. Oh. Jetzt am Abend, weil die Flut kommt, ist das Wasser überhaupt nicht mehr so richtig klar auf der Seite, sondern schon so milchig, aber das ist auch irgendwie schön. Hoppa! Gott, ist das Wasser warm. Badewanne. Badewanne, aber angenehme Badewanne. Ja. Ja. Ohne Sonnenbrille ist es mir mittags zu hell. Ja, zu hell. Der Sand ist einfach unglaublich hell. Ja gut, manche können, aber ich bin ja ein bisschen lichtempfindlich. Ich brauche dann schon eine Sonnenbrille. Also bitte mache niemand den Fehler, wie ich und vergesse seine Sonnenbrille auf einem Malediven. Außerdem haben wir 50 Euro dafür. $59 pro Sonnenbrille, ja. $59. Und nicht so schöne. Also, aber ich denke, die meisten sind so clever und vergessen auf einem solchen Urlaub nicht ihre Sonnenbrille. Wo diese Fushi oder was auch immer Insel ist und dieser Asia Walk, da ist die Strömung stark und da sollte man auch nicht drüber schwimmen. Und im Norden, weil da zieht sich eher mal raus. Und direkt im Norden, was ist da? Die Bungalows. Die Bungalows. Wo die anderen Wasserbungalows sind. Also wo auch das der Spa ist. Ja. Der Dunji oder wie er heißt? Etwas stärker ist da, aber am stärksten ist hier im Süden. Dieser Open Water Spa, genau. Ja, viel stärker ist es Richtung Süden, also da hinter an den Booten vorbei, wo dieser Asia Walk ist, wo auch gegenüber die andere Insel ist, wo man auch nicht, nein, rüberschwimmen soll. Genau. Ewig weit. Ja, es sieht nah aus, aber es ist weit und da ist die Strömung stark, die einen rauszieht. Sollte man lassen. So. Werde ich morgen versuchen, darüber zu schwimmen. Gib mir vorher die Kreditkarte und die Nummer, bitte. Wie auch beim, die gibst du mir ja eh dann, wenn du tauchen gehst. So, alles, du kannst auch alles auf die Zimmernummer. Also das finde ich auch ganz neckig, dass du wirklich alles, sogar im Giftshop, alles auf die Zimmernummer buchen kannst. Und musst deine Kreditkarte ein, kannst du eigentlich safe legen und dann ist gut. Genau, und daran ist das Gute. Du kannst den Urlaub ungeniert genießen und wenn du dann eh nach Hause gehst, kriegst du einen Ärzte. Ja, ist dann unglücklich. Dann bist du eh unhappy, weil du heim musst und dann ist... also wir freuen uns natürlich auf unser Kind, aber trotzdem, ne, von so einer Insel weg, dann geht das schon. Und dann kriegst du gleich noch die Rechnung. Ja, auch eine wichtige Info ist, wenn, dann brauchen wir hier Bargeld, dann überhaupt nicht fürs Trinkgeld. Und da ist immer ganz abends ganz witzig, wenn du im Restaurant bist, wird erst abends immer unterschrieben für den ganzen Tag. Mhm. In den Bars wird jedes Mal unterschrieben, auch wenn du All-Inclusive hast, da steht auf dem Check halt 0 auf der Rechnung. Ja, das habe ich schon mal irgendwo gesagt, dass man immer eine Rechnung bekommt und meistens, also wenn man alles nur im All-Inclusive-Bereich nimmt, ist es 0. Und wenn es
außerhalb des All-Inclusive war, dann ist es halt, steht halt ein Betrag. Genau. Abgerechnet wird aber erst zum Schluss. Und wenn ihr euren Kellner, die sich auch alle um euch bemühen und quasi egal, wo ihr euch hinsetzt, der folgt euch. Von ja. Abend zu Abend, das ist ganz cool. Wenn ihr denen dann Trinkgeld geben wollt, ist das halt immer abends ganz praktisch, weil da, wie gesagt, die Mappe kommt, wo du drauf unterschreibst, dann legst du das Trinkgeld einfach rein und es kommt. Oh, Salz und Kontaktlinsen, danke. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Was? Ja. Ja. Schade, dass ich das hier nicht kann. Was? Ja. Da macht man einfach so und fällt das dann so ins Leben. Aber ich hab so kurze Finger. Ja, das war eigentlich ein schönes Herz. Ja, von weitem war es ein schönes Herz. Ja, weit weg. Ja, ich muss doch nah ran. Das ist kein Herz mehr. Das ist eher so ein Po. So? Das ist okay. Ja, ist okay. Gut. Ja, wundervoll. Ja, das ist schön. Ja, fantastisch. Fantastisch. Und Ende. Obwohl es zum Teil graue Wolken sind, durch die untergehende Sonne, die da hinten steckt, und das Türkis von dem Wasser, ist das trotzdem irgendwie total schön anzuschauen. Richtig schön. Ich würde sogar sagen, da hinten regnet's. Na, du Held in Strumpfhosen, Badehose? Abendbrot ist noch ein bisschen Zeit. Dinner braucht noch ein bisschen. Jetzt gehen wir uns erstmal ein bisschen abduschen für den Jacuzzi. Dann in den Jacuzzi und dann das ganze Klo abspülen, Haare waschen. Ja. Oh, schön. Ist das nicht schön? Da ist der Himmel übrigens noch wunderschön blau. Da sind jetzt ein paar Wolken aufgezogen, aber das ist hier tatsächlich anscheinend nicht unüblich, dass es immer auch mal so einen tropischen Schauer gibt. Einen würde ich ja gerne mal miterleben, muss ich sagen. Oh, hinter der Wolke steckt die Sonne. Das sieht so hübsch aus gerade. Gestern war sie ganz deutlich beim Untergang zu sehen. Bin froh, dass ich es gestern schon mal gefilmt habe. Aber schön. Oder ist das nicht schön? Jetzt wird der Wind auch gerade ein bisschen kühler. Also nicht kalt, ne? Aber dadurch, dass den ganzen Tag die Sonne auf einen runtergebrannt ist, kommt es einem jetzt fast schon kühl vor. Aber immer noch super, super angenehm. Also sehr, sehr, sehr schön. Was hast du denn da? Eine Riesenschere, der hat. Oh ja, der ist groß. Leg ihn mal wieder auf den Boden, Armkerl. Krass, er hat sich mit seiner Riesenschere da. Ja, da ist er drin. Und was hast du mir gesagt? Wenn es viele so Ansiedlerkrebse gibt, ist es sauber? Kein. Also, hier gibt es viele, wollte ich nur gesagt haben. Passt ja irgendwie noch, wenn hier noch so viele. Da ist die Sonne, schau. Guck mal da. Der ist Kamera schon. Der ist nicht kaputt. Nur wenn du dich schnell bewegst, dann. Er wird jetzt versuchen wegzukommen, wenn du dich jetzt mal nicht bewegst. Habe ich mich bewegt. Ja, man weiß sich die Zeit teilweise nicht anders zu vertreiben, als in seinen Privat-Jacuzzi zu gehen. Das ist schon hart hier. Oh, da ist noch ein Tannenmädel. Tannenmädel. Oh mein Gott. Also, hier sind eine ganze Menge anderer Bäume auch zwischendrin, aber es sind auch sehr, 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 sehr viele Palmen. Als ich die Bilder von der Insel gesehen habe, da war ich unsicher, ob es mir genug Palmen sind, aber... Das ist echt eine schöne, schöne Mischung. Die Bäume finde ich auch richtig, richtig toll. Na dann, hier kann man uns die Füße sauber machen. Hm? Das ist ja praktisch. In Thailand hatten wir ja... Danke, dass du es mir zugedreht hast. Sorry. Schatzi.
In Thailand hatten wir so eine Schale mit Wasser vor der Tür, das war auch gut. Aber das ist natürlich auch eine feine Sache. Ich packte ja den ganzen Sand in die Häuschen. So. Und wieder in den Sand getreten. Gut. Ich bin gerade wieder in den Sand getreten. Oh, clever dein Name ist, ne? So. Ich folge der nassen Fußspur. Ja, jetzt sind es ein paar mehr Wolken, ne? Aber macht nichts. Schön. Ist schon cool, die ganze Geschichte. Allerdings, das Einzige, was ich merkwürdig fand, war, als ich heute Nacht mal auf die Toilette musste, dann wirklich hier rauszugehen, über mir die Palmen, alles Windrauschen, ne? Das war schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ah. 37 Grad, ne? Das ist schon schön. Der Blick nach oben ist halt auch schön, ne? Ja. Nice, nice, nice. Abendausblick im Jacuzzi. Und da oben ist der Mond. So lässt sich's aushalten. Auf jeden Fall. Da an der Wand drüben klettert ab und zu unser kleiner Hausgecko rum. So, und jetzt duschen. Haare waschen und dann ist bald Dinnerzeit. Nicht, dass wir hier nur ans Essen denken. Ah, schön.